Herzlich willkommen zu meinem ersten deutschen Videoguide von Transformers Generations Orion Pax. Orion Pax wird geliefert als schnittiger, ja, sehr agiler kleiner Transporter. Er ist in rot-blau gehalten mit silbernen Akzenten, typisch in den Optimus Prime Farben. Es liegt wahrscheinlich daran, dass Orion Pax quasi der Vorgänger von Optimus Prime war. So, dann kommen wir dazu. Das ist, wie gesagt, Orion Pax. Er ist sehr schön gehalten, sehr schlicht, erinnert von seinem Äußeren und auch von seiner Transformation sehr dem, ja, Fall of Cybertron Optimus Prime in der ersten Fassung. Unten drunter sieht man nur so ein bisschen die Beine. Die Arme sieht man gar nicht. Die sind hier hinten auf der Rücklage. Vorne sieht man schön ein Autobahn-Symbol. So, dann kommen wir. Orion Pax hat unter anderem eine kleine Axt. Diese Axt ist auch sehr schlicht gehalten in rot-schwarz mit rot-durchsichtigem Plastik. Und einem Blaster, der typisch im Design von Optimus Prime gehalten wurde. Zum der Packung ist zu sagen, dass Orion Pax geliefert wird in einer sehr schönen Box mit einem, ja, einem Ebenbild vorne drauf, mit einem Ausschnitt aus dem IDW Comic. Hinten mit einigen Details, einigen Fotos. Ja, dann kommen wir mal zu der Figur an sich. So, dann schauen wir mal uns die Verwandlung an. Ja, die Räder sind schön und gelenkig, das heißt, man kann sie auch fahren. Was mir an der Figur jetzt nicht so gefällt, ist der Torso. Der Torso des Roboters ist hier vorne eingelassen. Leider hat hier unten, sieht man die Gelenke quasi. Das finde ich jetzt nicht so praktisch, aber ich denke mal, ja, für eine Generations-Figur ist es völlig ausreichend. So, dann verwandeln wir ihn mal. Als erstes wird der Frontkühler hochgeklappt. So, dann klappt man den Motorhaube auseinander. Klappt es hier einmal rum. So. Und vorne dieses, nun ja, alte Chassis, so in etwa. Die Räder werden nach oben geklappt. So. Dann die Hände, oder wie gesagt die Arme, werden aus den Beinen quasi entfernt. Hier unten sind so kleine Packs dran, die werden hier unten in den kleinen Löchern quasi befestigt. So, dann schieben wir das erstmal zur Seite. So, die Beine kann man auseinander machen. Ich sage gleich dazu, man sollte sehr vorsichtig sein. Hier sind kleine Packs, wie man sieht. Diese Packs, diese Stifte, kommen hier an die Seite rein. Das Problem ist, das Plastik wird sehr schnell hier sehr hell. Man sollte da schon sehr aufpassen. Wenn man das zu oft macht, könnte dadurch vielleicht eine Bruchstelle entstehen. So, dann zur Verwandlung weiter. Dreht man den Torso einmal komplett rum. So, dann klappt man die Beine einmal so rum, dass die Motorhaube quasi die Kniescheiben hier vorne ergeben. Dann klappt man die Füße einmal hier runter. So, und dreht sie einmal komplett rum. Hier nochmal dasselbe. So. Das war jetzt der erste Schritt. Als nächstes folgt der Oberkörper. Der Oberkörper besteht hier quasi aus diesem Oberteil des Autodachs. Den kann man einmal hier oben reinklappen und hier vorne mit verschließen. So. Das ist jetzt das erste. Dann die Arme hochklappen und schauen, dass man hier die Arme einmal über den Rädern hindurch. Ja, klappt es nochmal fest. So, dann hat man jetzt quasi die Arme und den Torso. Die Hände
Und wie gesagt, die Arme klappen einmal runter. So. Und klappt die Hände raus. Nummer 1 und Nummer 2. Als nächstes wird der Kopf rausgeklappt. Das ist ein nettes kleines Automorph-Feature. Man klappt den quasi diesen Deckel hoch und hat den Kopf. So. Und das war's eigentlich schon. Da hat man quasi jetzt Orion Pax in seiner fertigen Roboterform. So, Orion Pax ist eine sehr schöne Figur. Der Kopf ist ja im Design von Optimus Prime gehalten. Er ist ein bisschen anders. Er ist eher in Richtung, ja, wie soll man sagen, Ultra Magnus gemacht worden. Er hat einen kleinen Mund. Er hat eine Lightpipe-Funktion. Diese Lightpipe-Funktion ist aber ziemlich schwachsinnig. Denn selbst wenn man hier oben das Licht reinscheinen lässt, die Augen sind bemalt mit blauer Farbe. Das heißt, man sieht keinen wirklichen Lichtschimmer hindurch. So, die Arme, sage ich gleich dazu, die werden, um sie richtig zu befestigen, damit es nicht so bulkig aussieht, das habe ich eben gerade vergessen, einmal hier rumgeklappt und hier unten befestigt. Hier ist quasi wie so ein kleiner Pack, da werden sie befestigt. Das war jetzt ein Fehler meinerseits, diesen Schritt habe ich jetzt vergessen. So, ach ja, da sieht er doch schon deutlich besser aus. So, die Figur selbst ist, wie gesagt, sehr schlicht gehalten, trotzdem sehr schön, erinnert von Farben her sehr stark an Optimus Prime. Was mir an der Figur jetzt nicht gefällt, sind die Hände. Die Hände sind ja sehr bulky, das heißt, die Finger sind extrem groß, dadurch auch die Fäuste. Von der Seite her, man sieht sehr schön die Seitenpanels, die auch auf dem Laster hinten gut zu sehen sind, wirken wie eine Art Energieschild. Ich denke aber mal nicht, dass es das sein sollte. Die Reifen hinten sind schön angewinkelt. Natürlich ähneln sie sehr stark dem Generations Fall of Cybertron Optimus Prime. Ja, die Gelände, sie haben einmal ein Handgelenk, mit dem kann man die Arme links und rechts drehen. Ein Ellbogengelenk, was schön einrastet, dadurch auch sehr gut hält. Ein ganz normales Kugelgelenk, das heißt sehr schön bewegbar. So. Ja, was soll man groß schon dazu sagen? Er wird geliefert, wie gesagt, mit dem Blaster. Den kann man sehr schön befestigen. So. Und einmal seiner Streitaxt. Mit den Knie und den Kugelgelenken in der Hüfte kann man sehr schöne Posen quasi einfach mal so generieren. Wodurch er gleich auch sehr viel dynamischer wirkt. Ich hoffe, euch hat der Review gefallen. Und, ach ja, kaum habe ich es jetzt vergessen, aber ich sag's lieber doch nochmal. Diese Figur ist nicht nur in den USA erhältlich, sondern mittlerweile auch in Deutschland. Unter anderem bei Toys R Us. Und kostete momentan 14,98 € ein Schnäppchen, wie ich mal sagen mag. Viel Spaß dabei, wünscht euch euer Rexfor.